Und dann, wenn euch dies Leben klagt, gerne freies Wiedersehen. Ja, so hat gesagt der Herr, so steht es auch in der Schrift. Doch darum glauben, das ist schwer, bis dich halt selber trifft. Bald kannst du in sein Grab eingeschauen. Schau hin, da ist ein Leben. Doch dafür braucht man andere Augen. Geschehen ist dies deinetwegen. Und seither ist der Tod besiegt. Sein Grab, ja, dies ist leer. Und was von dir im Grab drin liegt, wird auch verstehen, so wie er. Manchmal frage ich mich schon an, muss ich das Leid aussehen? Dann fällt mir sein schlimmes Golgotha ganz blutwarm wieder ein. Und wenn ich frage, wird Kinder fragen, warum ist denn das geschehen? Dann höre ich den Herrn Jesus sagen, geschehen ist es deinetwegen. Denn jetzt hat alles Leid einen Sinn und auch das Sterben wird gut, weil jetzt liegt in meinem Leib drin ein Tröpfel von seinem Blut. Lass mich an dir so weit deine Herrlichkeit schauen. Lass
Herr unser Gott, schau auf deine Leute, auf die Pfarrgemeinde von St. Boniface und schau auf die Menschen, die da in unserer Stadt leben und auf alle, die gerade so viel erleiden müssen. Für uns hat sich unser Herr Jesus Christus willig den Händen der Gewalttäter ausgeliefert und hat die Marke des Kreuzes auf sich genommen. Aber er lebt, ja, er lebt und ist eins mit dem Vater und dem Geist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Thank you.